Ja, hallo meine Lieben, einen wunderschönen Sonntag euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei meinem neuen Projekt. Und zwar werde ich heute Krakelierpaste benutzen. Hier sind die Risse deutlich besser, als wenn man das nachsimuliert mit Marmormehl und Gesso. Und ihr könnt gespannt sein, was dabei rauskommt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. So, über Nacht habe ich die Paste trocknen lassen und hier kann man ganz schön sehen, was für tolle Risse entstanden sind, die natürlich das Gemälde später sehr interessant machen und natürlich den gewissen Charakter verleihen.
Wie immer findet ihr die meisten Artikel, die ich in meinen Videos benutze, in der Infobox, in der Videobeschreibung und könnt hier bei Bedarf direkt über den Link auch bestellen, wenn ihr möchtet. Ihr unterstützt natürlich mich, meinen Kanal und Kylo damit ein wenig und für euch fallen natürlich keine Mehrkosten an.
ja, um die Bildern ein wenig einen altertümlichen Look zu verpassen. Das kennt ihr auch schon von meinen Videos, benutze ich sehr gerne Sienna gebrannt und auch Yellow Ink, also gelbe Tinte. Und ihr seht auch schon, wenn ihr das auf den weißen Acryl-Untergrund drauf tupft, dann sieht sozusagen die Oberfläche etwas abgenutzt und altertümlich aus und das verleiht auch jedem Bild das gewisse Etwas und eine deutliche Spannung natürlich auch. Thank you.
Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der heute wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch natürlich einen tollen restlichen Sonntag und bleibt alle gesund. Bis ganz bald wieder.